27% aller Kinder und Jugendlichen, die in Schwerin unterwegs sind, sind von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen abhängig. Und die Armut der Kinder ist oftmals auch die Armut der Eltern. Schönen guten Tag, herzlich. Ich grüße Sie. Genau. Wo möchten Sie gerne hin? Ja, ich schlage vor, wir drehen vielleicht mal so eine Runde, dass wir noch mal am Fernsehturm hier vorbeikommen. Das ist ja so ein klassisches Symbol für die Schwerinerinnen und Schweriner. Und dann könnten wir hinten am Ost 63 vorbei. Das ist ein Jugendclub und Abschluss wäre dann der Plattenpark. Okay, gut, dann geht's los. In 10 Jahren zumindest, was die Kassenkredite angeht, entschuldet sind. Das würde uns natürlich auch die Möglichkeit geben, als Kommune wieder selbstständiger, emanzipierter aufzutreten, gerade gegenüber der Kommunalaufsicht im Innenministerium, damit wir Projekte anstoßen können und nicht permanent um Erlaubnis fragen müssen. Sie sagen, ich möchte sozusagen nicht die Demokratie muss marktfähiger werden, sondern der Markt muss demokratiefähiger werden. Wie kann man das auf Schwerin ja anwenden? Ja. Also ich bin der festen Überzeugung als demokratischer Sozialist, dass es verschiedene gesellschaftliche Areale gibt, die halt losgelöst sein sollten von der Marktlogik. Und dazu gehören die Bereiche Bildung, Sicherheit, Justiz, Krankenhauswesen. Und ich glaube, das sind große Spaltungstendenzen, da sind wir wieder bei dem schwierigen Wort, die in der Gesellschaft lanciert sind. Und ich glaube, dass wir insbesondere, was den Bereich Sozialpädagogik angeht, Bildung, Ausstattung mit Schulsozialarbeiterinnen, aber auch Verkehr und Menschen ökologisch, sozialökologisch miteinander zu verbinden, dass wir da starke, progressive Projekte nach vorn bringen müssen. Das heißt also, wir müssen gucken, dass wir die Menschen mit guten Bildungsangeboten abholen, auch in der Freizeit abholen, dass wir ihnen Perspektiven aufzeigen können und dass die Menschen das Gefühl haben, ich werde keine Bürgergeldkarriere etablieren, sondern die Jugendlichen und Kinder müssen ermächtigt werden, sich zu emanzipieren, auch von den sozialen Umständen zu emanzipieren. Das ist in den letzten 7 Jahren nach meinem Dafürhalten viel zu stark liegen geblieben und steht ganz oben bei mir auf der Agenda. Also ich finde es ganz entscheidend, dass wir Menschen auch Perspektiven aufzeigen können. Das ist das Verantwortungsvollste und Vornehmlichste, die Aufgabe auch von Politik, dass wir zeigen, hey, es gibt Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Es gibt Ressourcenkonflikte, es gibt Herausforderungen im Klimawandel, mit der ungerechten Verteilung von gesellschaftlichen Reichtümern. Aber es gibt Möglichkeiten, diese Herausforderungen anzupacken. Und wir haben eine gute Wertebasis, auf die wir zurückgreifen können. Aber ich finde es wichtig, dass wir genau diese Wertebasis immer wieder auch betonen, trotz aller politischen Unterschiede im Detail. Und dass wir die Menschen zusammenführen und sie nicht spalten. Und deswegen habe ich mir den Plattenpark hier ausgesucht. Einmal in einem herausfordernden Stadtteil, aber auch in einem Stadtteil, der sehr viel Hoffnung und sehr viel Potenzial bietet. Und ich glaube, da müssen wir an die Menschen ran, um die gemeinsam zu aktivieren. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.